Wir bräuchten jetzt so einen. Diesen alten GameCube-Controller, weißt du noch? Mit diesem Turbo-Cheat-Modus. Er wusste nicht, dass er aufgenommen wurde, als er diese Aussage tätigte. Live im Fernsehen gab er zu, cheaten zu wollen. Das ist wirklich passiert. Was sagen Sie im Nachhinein dazu? Bereuen Sie Ihre Aussage? Das ist tatsächlich wirklich passiert bei einem Valorant-Spieler, der hat ein ganzes Turnier gefaked. Und er hatte einen Vibrator am Arsch, damit er das Schachspiel gewinnt. Ist das wirklich passiert? Ja. Genug Internet für heute. Alter. So. Der hat einem ein Zeichen gegeben, ein anderer, in dem er bestimmt oft vibriert hatte. Und das war bei dem irgendwie World-Schach-Turnier. Und hinterher hatte er so einen Fleck in der Hose. Naja, also das ist ehrlich gesagt nur eine Vermutung. Ich glaube, das wurde nie bestätigt, aber es war irgendwie klar, dass er irgendwie geschummelt hat und man hat das nie rausgefunden. Und irgendwie hat dann, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist lustiger, wenn es stimmt. Manchmal wacht Johannes Brutt nachts schweißgebadet auf. Er liegt nicht mehr im Bett. Wo ist er? Was hat er da in der Hand? Ein Seil? Schon wieder hat er schlafwandelnd Seil gesprungen. In seinem Kopf Bilder von einem kronenbesprankten Super Mario. Wann wird er es schaffen? Wie ging das denn nochmal? Diese unschaffbare Seilspringaufgabe. Die brauchst du ja überhaupt nicht jetzt. Ja, für meine Skill. Huch, wo kommt ihr denn her? Das hier ist Million Tower Games. Wir sind die größten Bastarde auf YouTube. Nennt mir einen größeren Bastard als uns. Bitte. Punkt. So. Ihr seht es, ihr seht, was wir tun. Ihr seht es, oder? Wollt ihr es wirklich? Nein, ihr wollt es nicht. Also es gibt auch so einen Exploit. Wollen wir den nutzen? Weiß nicht, was das ist. Hast du gegoogelt? Ja. Johannes Brutt hat versucht. Ja, wir nutzen alles, was geht. Nein, aber das ist wirklich doch. Cheaten. Hä, also, nein, das ist kein Cheaten. Ich weiß nicht auch nicht mehr genau, wie es geht, aber du stellst das irgendwie so hin. Das ist doch wieder Quelle und dann kannst du Michael Schumacher freispielen. Ja. Das stimmt nicht, Mann. Wir haben doch das eh schon versucht, das zu dingen. Weil das ist unmöglich. Ich kann mir auch niemand erzählen, dass das jemand geschafft hat. Hast du mal ein Let's Play dir angeguckt, wo das jemand schafft? Nee, gibt's auch nicht. Siehst du? Ich schneide jetzt alle hintereinander, wo Leute das gerade schaffen. Oh, thank gosh. Oh, Mann, ey. Echt, wer das gesagt hat, bitte sofort Cyankali weg. Also, wer sich das ausgedacht hat, Dummheit, einfach nur vollkommener Scheiß. Kann es wahr sein? Ich hasse mich. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse mein Leben. Oh Gott, ist das eine Drecksscheiße. Ich könnte es... Scheiße. Wir machen schon wieder immer, du gehst immer so rein, du bist immer so direkt, weil ja, weil das deine Zeit. Aufgabe ist. Ja, aber während du da schon irgendwas machst, wo er denkt, dass das irgendwas bringt. Ich weiß halt, ich habe mir das auch nur ganz kurz gesehen, als würde ich das jetzt hinkriegen. Soll ich das nochmal nachgucken? Ja, aber wenn du das machst, dann können wir jetzt gleich das letzte Level machen. Also ja, wäre doch perfekt. So ein Cheat ist das. Na gut, dann machen wir das am Ende. Ja, ich probiere das jetzt einmal, dann geht's nicht und dann... Gut. Das ist Johannes Brutt, ich bin Gonis und Es gibt nur noch diese Aufgabe in diesem Spiel. Das ist der letzte Mond, den wir nicht haben. Es ist die Odyssey to 999 Monde. Und hier kommt das Intro. Ich meine, Rick und Morty sind auch durch Rübsen berühmt geworden. Ja, und darum finde ich die auch nicht so toll. Aber irgendwie bin ich auch der Einzige. Also das sieht schon mal falsch aus, was ich hier gemacht habe. Hä? Und dann soll das einfach automatisch passieren, oder was? Durch den Bug oder was? Nee, nee. Ich verstehe überhaupt nichts. Das ist so peinlich, weil ich das hier auch nicht andersweise richtig mache. Wie fahre ich denn jetzt da drauf, dass das... Kommt jetzt gleich... Werde ich jetzt gleich gerickrollt und du verarschst mich? Wir gucken das auch am Ende, wenn ich keinen Bock mehr habe, nach und versuchen das so. Aber ich will das jetzt einmal kurz so ausprobieren, ob ich das... Aber was soll denn dann passieren? Ich verstehe das nicht. Oh Mann, warte mal. Warum kann man nicht rückwärts fahren damit? Was hier los ist.
Ich esse jetzt in dem Nussbrot. Ich muss irgendwie so... Warte mal, wie steige ich denn ab? Red Band. Fruchtgummi Assorte. Jetzt im Handel. Ja, wir haben endlich einen Sponsor gefunden. Red Band mit Fruchtgummi Assorte. Die sponsern uns für die heutige Folge. Danke nochmal. Du musst es einfach behaupten und dann stimmt es irgendwann. So fruchtig und auch Assorte. So etwas Assortiges habe ich noch nie gegessen. Gott, ey. Das sah so einfach aus. Der ist da so gegengefahren und abgestiegen, dann hing das Sofa, wollte ich gerade sagen, das Ding da dran und dann läuft man so gegen das R und dann kannst du mit dem R hier aus dem Park rauslaufen, damit du mit dem R zu dem Seilspringen gehen kannst und dann stellst du dich oben auf das R und stehst dann nur noch und dann wartest du, bis du 99,99 Millionen hast. Finde ich gut, das machen wir. Das hört sich nach einem fairen Win an. Aber daran sieht ja Nintendo, dass sie einfach vollkommene Idioten sind. Wenn Leute sich so eine Scheiße ausdenken, um das zu schaffen, weil es nicht anders geht. 76, meine Damen und Herren. Ihr habt doch... Euch wurde es doch ins Gehirn schießen. Ganz ehrlich. Mann, ich komme doch nicht mal dahin, mich zu positionieren. Ich bin der einzige normale Mensch. Punkt. Null. Leute. Hä? Scheiße, mein Mikro knackt schon wieder. Dann ist das Gute kaputt gegangen bei Holy Magic Century. Ach du Kacke. Wir erinnern uns. Beim Aufbau dieses Let's Plays mein Mikro kaputt gegangen. Herr Xabu, die Rechnung geht an dich, ne? Der Arme, ey. Aber Leute. Oh Mann. War das witzig. Danke, Herr Xau. Der musste jetzt eigentlich Neues kaufen, oder? Ja, ja. Ich warte die ganze Zeit. Jeden Tag gucke ich im Briefkasten. Er will sich da aus der Misere ziehen. Dabei weiß ja ganz genau, dass nur er Schuld hat. Und darum geht auch Holy Magic Central nicht weiter. Das hast du nämlich davon. Das wissen wir noch nicht. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Seil. Einen Sprung. Wir sehen hier einige Sprünge, die stattfinden. Ein Sprung nach dem anderen. Er wendet eine Sprungtechnik an. Für einige Zeit befinden sich seine Füße in der Luft. Ziel ist es an dieser Stelle, nicht das Seil zu berühren. Hierfür sind Sprünge notwendig. Mein Herz. Ich darf mich nicht schnell bewegen, weil mein Controller dann sich rasiert. Mann, du hättest nicht sagen dürfen. Mein Herz ist so abgegangen. Ich dachte gerade so, und das war's. Wir haben uns darauf eingestellt, den ganzen Abend das hier zu machen. Und jetzt habe ich meinen Rekord schon gebrochen. Ja, das ist doch schon das etwas. Das ist der Exploit, weil das R da steht. Das ist etwas. Das ist etwas. Herr Brot, das ist etwas. Das ist doch schon etwas, oder? Leute, dafür, für diesen Content seid ihr doch hier. So, am Anfang werde ich immer noch Quatsch reden. Und dann werde ich irgendwann in Ehrfurcht erstarren. Ja, hier ist irgendwie ein Dino-Sticker drauf. Hä? Ganz klar ein Aceraptelux. In der Kreidezeit ausgestorben. Vor allem danach bist du noch völlig random rumgesprungen und es ging immer noch weiter. Ja, hätte ich vielleicht sogar noch saven können. Oh, Leute. Warum tun wir uns das an?
Can anybody tell me why we doing this shit? Ein bekannter Song von Queen, den sie schrieben, als sie auch diese Aufgabe versuchten. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie Freddy Jupiter da an der Zockkonsole saß und dem Spiel des Seiles frönte, wie der seriöse Samuel sagen würde. Ich habe das nur nochmal gesagt, weil das Mikrofon geknackt hat. Nicht, dass ihr denkt, ich habe Tourette. Ficken! Da macht man sich nicht lustig drüber. Okay, scheiße. Ich mache mir Lust über, was ich will, Alter. Ich bin nämlich nicht... Cancelbar. Wir sind, haben uns schon selber gecancelt. Ja, genau. Ich bin nicht... wie heißt denn der Comedian, der jetzt sich über Behinderte lustig gemacht hat? Alle? Naja, ihr wisst schon, wie ich meine. Es kommt ganz darauf an, wann du das hochlädst. Ja, schon natürlich. Ach, es wird doch immer irgendwer gecancelt. Das ist auch gut so. Jetzt will ich aber wissen, wer kenne ich den? Dieser eine, der eh schon gecancelt wurde, weil seine Ex-Freundin oder weil wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Und er hat es irgendwie geschafft, nach ganz vielen Jahren, wo er nichts gemacht hat, wieder zurückzukommen. Sollte jetzt wieder eine Show auf Sat.1 kriegen. Oh, was ist denn jetzt los? Und hat in seinem Podcast sich über die Paralympics lustig gemacht. Und jetzt wurde die Sat.1-Show wieder gecancelt. Das ist ja auch einfach das Dümmste, was man macht. Warum, wie kann man so dumm sein? Das verstehe ich einfach nicht. Egal, ob der Witz schlimm oder lustig oder nicht war, das ist einfach, wie dumm kann man sein? Wie soll der immer einfach irgendwie das Gummibärchen-Theme singt und dann denkt, das wäre witzig? Ich kenne eh keinen Comedian. Ich kenne den auch nur durch diese Skandale. Ich kenne den sonst nicht. Okay, ich kann's natürlich mal wieder. Du kennst jetzt mich? Ich kennst mich jetzt mal wieder. Ja. Komm ruhig an. Hör doch auf, mit mir zu reden. Ich beobachte das von hier hinten. Du hörst mir nicht zu. Und ich mir auch nicht. Das würde ich nämlich gar nicht aushalten. Wie findet ihr, dass das Mikroständer im Bild steht, der gar nicht verwendet wird? Das ist extra so eine Kulisse, die wir so aufgebaut haben. Ups. So, Sie sehen am rechten Bildschirmrand die Zahl, die Anzahl gewissermaßen seiner Sprünge. Sie werden von einer computerähnlichen digitalen KI festgehalten und erscheinen in einem goldbraunen Kreis. Mann, ich will jetzt immer mit 50 anfangen. Was soll das? Das kannst du doch eh nicht toppen. Alter, du hast zum ersten Mal, weißt du, wie oft du das schon versucht hast? Du hast den Rekord gebrochen, Leute. Da will ich jetzt aber mal was sehen in den Kommentaren. Irgendwas, mir scheißegal. Wisst ihr habt ja auch was davon, wenn wir das schaffen. Weil dann können wir endlich mal was anderes spielen. Wir haben schon einiges in petto. Und ihr dürft euch aussuchen, was es ist. Vor allem, was für eine dumme Schlampe. Die macht, wenn du das nicht schaffst, macht die so... und hält sich so einen Kopf. Mach das mal selber, ey. Ja, ich lass mal tauschen. Machst du das eigentlich mit dem Hey? Ja, bis 50 aber nur. Okay. Dann kann man eh nicht mehr denken, ne? Heute ist der 9. September. Befinden sich 18 Grad draußen, befinden sich, und es ist überwiegend bewölkt. Ich grüße meine Tante. Ja, ansonsten habe ich heute nichts vor. Ich hoffe ihr auch nicht, denn das geht hier noch ein bisschen. Mein Herz, ab 60 explodiert mein Herz einfach, was soll ich machen? Ich kann das nicht, ich bin zu alt für den Scheiß.
Denk an einen schönen Sommerstrand. Du darfst ja nicht Kann ich nicht, wenn die ganze Zeit, hey, macht. Du darfst da nicht so drüber nachdenken. So was kann man nicht mehr, wenn man alt ist. Ja. Ich bin noch älter. Ja, du machst das ja auch nicht. Sagen, ja. Yes, so trendy. Dieser Satz nervt mich noch viel mehr als so, hey. Hast recht. Danke. Das wird den Sieg bedeuten, dass ich das gerade gesagt habe. Man wird mir die Goldmedaille verleihen. Scheiße. Ja, guck dir die an, Alter. Ja, ich google schon mal. Cheat. Vor allem, ich hab doch noch sowas auch schon mal gesucht. Wie hast du das gefunden? Auf Englisch. Rope Jump? Ja. Auf YouTube oder einfach ja, so? YouTube. YouTube ist eine Videoplattform, gegründet im Jahre 2000 von Lars Bürger Dietrich. Wissen viele nicht. Bürger Lars Dietrich ist sein Bruder. Heyo. Rope. Jump. Allgemein einfach. Ich möchte mich darüber informieren. Ja, die Taktiken aus dem echten Seilspringen übernehmen. How to do the Super Mario Odyssey Jump Rope Glitch. Genius Easy Glitch. Ich muss das schneiden, das ist so grottenlangweilig, Alter. Noch von UPS gesponsert, die Scheiße. Steht am Ende mal UPS. Steht da eigentlich auf Englisch? Was heißt Ups auf Englisch? Whoops, Ups, steht. Ja, die Zahl 20 befindet sich zwischen der Zahl 21 und 19. Forscher entdeckten sie im Jahre. Es war ein lauer Sommertag. Und es veränderte nichts in der Welt der Mathematik. Da die Zahl bereits Jahre zuvor gefunden wurde auch mal. Mann, ey. Können die nicht anfangen, während ich da drin stehe? Was soll die? Können die nicht ein neues Seil bauen? Bitte? Österreich, bring mir das Seil. Larissa Marold, wenn du das siehst, ich liebe dich. Leona, wenn du das siehst, schalt weg. Ich brauche 17 Sprünge, um mich zu positionieren, oder was? 17 Sprünge, um mich zu positionieren. Ich heiße nicht Gino. Der könnte das aber auch nicht. Na! Also, in Real Life könnte er das, nur im Spiel nicht. Vor allem peinlich, er ist ein König von seinem eigenen Land und kann nicht Seilspringen. Prinz. Die ganze Zeit springt er da. Und der andere Typ da mit dem Hut guckt ihn auch die ganze Zeit an dabei. Das ist ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Das ist eine dumme Scheiße, Alter. Ah, guckt euch das an. Ich könnte jetzt auf den Malediven sein. Ich könnte auf Malle eine Diva sein. Könnte ich alles machen. Ja, mehr eigentlich auch nicht. Also die beiden Möglichkeiten hätte ich. Schwer zu entscheiden, welche ich wählen würde. Zu früh. Zwei Sprünge zu früh, das ist gar nicht süß. Halt deine Fresse, mach weiter, Mann! Ja, woran hat's gelegen?
Ja, woran hat's gelegen? Da fragt man sich immer hinterher, woran hat's gelegen. Kann es sein, dass sie ballern wollten? Sie wollten ballern und er hat geballert und hat er gekriegt? Ich bin nicht am Bahnhof. Keine Ahnung, Mann. Oh, Scheiße, ey, das war's. Das war einfach der Versuch. Ja. Was ist denn überhaupt passiert? Du musst ja deinen Controller geschüttelt haben, dass wir da so komisch so gemacht. Mit Controller in der Hand. Aber warum hast du so gemacht? Ja, weil ich es schon verkackt hatte, dachte ich. Diesen Moment werde ich mir so oft angucken. Guck dir schon mal genau an, was man da mit den Buchstaben machen muss. Okay. Was ist das ein Geräusch, was ich gerade gemacht habe? Das war keine Absicht. Also. Mann! Was war das für ein Geräusch, was ich gemacht habe? Das wollte ich nicht. Wie findet jemand sowas raus? Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Wenn das Shigeru Miyamoto sehen könnte. Shigeru, komm her. Deine Firma hat das verzapft. Das ist eigentlich nicht deine Firma, aber egal. Ich zieh dich zur Verantwortung, dass du jetzt nach Deutschland fliegst und das hier löst. Ich warte. Kein Mensch auf diesem Planeten hat das geschafft. Aber beim ersten Mal habe ich auch einfach ganz viel gelabert. Das ist das gut, das lenkt dich ab. Das ist ja schließlich gut, abgelenkt zu werden. Gut, wäre ein Versuch wert. Es gibt viel Content auf YouTube, aber nur wenigen, der noch schlechter ist als dieser hier. Und dafür stehen wir mit unserem Namen. Ronald Reagan Let's Play. ...76, mein alter Rekord. Oh, ich hab grad gar nicht zugeguckt. Dann wäre das ja spannend gewesen. Ist Gänsehaut? Ich hab auf die Uhr geguckt, wie lange ich den Scheiß noch mache. Alter, die Frauen müssen so Muskelkater haben. Nur so ein komischer kleiner Italiener, der als König verkleidet ist, die ganze Zeit im Park Seilspringen. Kannst du bis 50 nichts sagen? Oder wenigstens so, dass ich die Hails noch höre? Ich dachte, ich sag ab 50 nichts. Ja. Also wenn ich ab 50 anfangen soll zu reden, okay, aber... Weiß ja nicht. Ja, mach mal. Echt jetzt? Mhm. Das mache ich nur noch, ich hätte was sagen nicht reden können. Darfst. Es muss doch im Möglichen sein. Was viele nicht wissen, ist, dass ich diese Sequenz bereits geschafft habe. Ich habe einfach aufgehört zu drücken, keine Ahnung. Mann! Also ich glaube, langsam wird es Zeit mal für ein neues Mikro, muss ich jetzt mal sagen. Das ist auch schon 100 Jahre alt. So ein Let's Player-Mikrofon, wo die richtigen Let's Players mit playen. Kann da nicht reden. Kann ich nicht machen. Ich dachte, dann höre ich nicht aus Versehen aufs Hey oder so, aber das macht man auch nicht. Ja, außerdem, wenn du es dann nicht schaffst, ist es meine Schuld. Man kommt einfach nur irgendwann minimal aus dem Rhythmus und dann war es das irgendwie. Ach, und das Positionieren ist das Schlimmste. Pentephraxis.
Muss mal gesagt werden. So, dann singe ich euch mal ein Lied. Mir, fällt gerade das Lied nicht ein. Ich sehe gerade einen Schuster. So. Gotterbärmlich ekelhaft. Es gibt nichts Schlimmere, keine schlimmeren Kreaturen auf. Achso, ich dachte Jobs. Gottes Erde, den Planet. Ich weiß nicht, Schuster sagt man glaube ich auch nur, also manche wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist, ne? Ja. Nennt man ja auch. Wie nennt man die denn nochmal? Schuster und. Schnaken. Schnaken? Nee, ja. Schnaken? Sind Schnaken nicht Mücken? Schuster bleibt bei deinem Leisten, sagt man auf jeden Fall. Aber es hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Das ist auch sowas, sowas ähnliches wie Schuster. Auch wie so ein Beruf, glaube ich. Bäcker. Bäcker. Steuerberater. Mann, ich. Mann, hier ist schon wieder ein verfluchter Steuerberater reingeflogen. Gino. Hilf uns doch bitte. Zeig ihm, wie es richtig geht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Voll gemein. Das heißt eigentlich, ja, du musst für immer Schuster bleiben, wenn du einmal die Ausbildung gemacht hast. Das scheiß Sprichwort. Vor allem machen Schuster ja Schuhe und keine Leisten. Das hat keinen Sinn. Ich komme nicht mehr auf die 50, das ist ganz zum Kotzen. Okay, aber eine gute Nachricht, ich google jetzt, wie der Schuster noch heißt. Das ist doch wenigstens etwas, oder? Schnaken, du hast recht. Für mich waren Schnaken immer so Mücken. Das hat Captain Blaubeer gesagt. Ja, und da dachte ich immer, das wären Mücken. Schnaken ist sogar der offizielle Name. Oder Tipulidae. Die sind so ekelhaft, Alter. Sind eine Familie in der Ordnung der Zweiflügler. Und das sind Mücken. Das sind ekelhafte Riesenmücken. Weitere Namen sind Bachmücken, Pferdemücken, Avalaka, Langbeinmücken, Schneider. Das meinte ich, Schneider. Keilhacken, Mückenhengste, Hexen, Schuster, Schnegger, Slack, Schnock, Amel, Emel, Purks, Pox, Emel, Freter, Sappen oder Kothammel. Außerdem Habergau. Klammer, ich dachte, das geht, wenn ich immer weiter diese scheiß Namen aufzähle. Weißt du, wie man die noch nennt? Bachmücken, warum? Pferdemücken, Avalaka, Langbeinmücken, Schneider, Keilhacken, Mückenhengste, Hexen, Schuster, Schnegger, Slack, Schnock, Amel, Emel, Purks, Pox, Hemel, Freter, Sappen, Kotammel, Habergaukler oder Habergockel. Wie viele Namen gibt's denn dafür? Und was haben die gegen Schuster und Schneider? Was soll das? Und vor allem, erst sind das noch so normale Wörter und dann irgendwann Pox, Schnock, schmeißt du Schmix. Das ist eine Scheiße. Da ist die KI durchgedreht, glaube ich. Das ist keine echte Information. Und viele, wie zum Beispiel meine Frau, verwechseln die immer mit Weberknechten und sagen, das sind Weberknechte. Das sind aber andere ekelhafte Tiere, die nicht auf diesem Planeten gehören und ausgerottet werden müssen. Die können, glaube ich, auch stechen, ne? Weberknechte? Ja. Die können sehr gut weben. Die machen wunderschöne Teppiche. Fantastisch. Das kann ich jetzt hier nicht rausfinden und interessiert mich auch ein Scheiß. Oh, die haben Giftdrüsen. Das meinst du vielleicht? Ja, okay. Die haben einen Penis. Insekten mit Penis. Warum will die ganze Zeit so? Insektenpenis. Geil. Die gehören nämlich auch eher zu den Spinnen. Diese Kackschuster, Schnocks, Pox und Mox sind Mücken. Riesige, ekelhafte Mücken. Das macht's noch ekliger, Leute. Es gibt auch nichts, woran ich sehen kann,
wann er auf dem Boden landet. Ich sehe das nicht an den Wolken, ich sehe das nicht an Mario, ich sehe das nicht am Schatten. Was soll ich denn machen? Und Gefühl reicht anscheinend nicht. Du brauchst mehr Frames auf deinem Fernseher. Oder die Switch braucht mehr Frames. Ich kann ja mal nachgucken, ob da irgendwo ein Frame runtergefallen ist. You're so trendy. Danke. Ja, ich schlafe eine Runde. Ich bin gespannt, dass du es nicht geschafft hast. Diesmal war ich auch überhaupt nicht drin, ey. Dann hilft Schlafen wohl auch nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es zum Schaffen bringen kann, indem ich irgendwas Bestimmtes mache. Vielleicht dabei die ganze Zeit auf einem Bein stehen. Ich probiere es aber mal nicht aus. Gänsehaut. Musst du am Ende vielleicht nicht dann immer drücken, wenn die Hey sagen? Babbel, bubbel, babbel, bibbel. Warum immer 78? So lange schaffe ich es, das, den Rhythmus zu halten. Das ist deine normale Aufmerksamkeitsspanne. Das ist auch der Test, so wird das festgestellt. Um die Aufmerksamkeitsspanne festzustellen, müssen alle Leute immer dieses Seilspringen machen. Meine liegt bei 2. Hm? Gino. Und was hast du so Montagabend gemacht? Montagabend? Ja. Ich bin erst da und mich hier rausgeguckt. Heute ist Montagabend. Du hast scheiße gesprungen. Jetzt wüsste ich noch, welcher Tag ist. Ich erinnere noch, hier ist halt trendy und hey. Wenn ich es schaffe, dann würde ich es ja stolz erzählen. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, das liegt nicht in Menschenmöglichen. Da ist ein Beobachter. Hast du es mal ausprobiert mit Hey? Das kann ich nicht auch noch darauf achten. Ich kann nicht schneller springen als dann, wenn er landet. Was soll ich machen? Ich wäre zu schnell. Ah, vielleicht ist das auch kompletter Quatsch. Die sagen aber auch komisch Hey. Also. Ich mache zum Beispiel bis 30 nach dem Hey. Und dann mit dem Hey. Und dann ignoriere ich das Hey. Manchmal spreche ich einfach dumm. Ist da immer fast gestorben. Ja, und dann war er vorbei endlich. Tod beim Seilspringen. Immer öfter geschieht dies in meinen Träumen. Es sind grässliche Albträume, in denen ich als König verkleidet bis zum Tod über ein Seil springe. Dieser Albtraum nennt sich Road to 999 Moon. Ey. Gleich ist vorbei, keine Angst. Und ihr seid mittendrin. So lange halte ich auch nicht mehr durch. Das hält auch niemand durch auf dieser Welt. Das hat auch noch niemand geschafft. Das hat Nintendo mit Absicht so reingebaut.
Als kleinen Jux. Ich bin nicht gesprochen. Ich bin nicht einmal nicht gesprungen. Wer ist noch gesprungen? Ja, zu spät dann, aber. Ich versuche ja auch den Knopf so leicht wie möglich zu drücken, weil sonst springt er ja richtig hoch. Und dann passiert das manchmal, dass er das gar nicht richtig macht. Oh, und das über Dauer so leicht zu drücken ist auch super anstrengend. Tut dein Daumen nicht weh? Ja. Wow. Diese Sicht. Ist richtig schlecht. Wie lange mache ich das jetzt schon? Zu lang. Hätten wir die ganze Zeit auch nicht gehört. Also 50 Minuten machen wir das schon, wie ihr auch am Timecode sehen könnt. Letztes Mal, dann mache ich Pause. Beziehungsweise nicht, weil ich schneide das ja. Und ja, in meiner Freizeit gehe ich ganz gerne shoppen. Vor allem im Einkaufszentrum an der Rödermark. Ich kaufe mir lediglich Lederwaren zum Einkaufspreis. Leider habe ich kein Geld und bin auf Spenden angewiesen. Der Ledergewerkschaft, für die ich mich, wie soll ich sagen, prostituiere. Ja, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder da, wenn es heißt, die dumme Scheiße auf... Hey, was ist das für eine dumme Scheiße hier? Hey, you're so trendy. Hey, guck, und hier die ganzen Leute. Sind doch alle nicht echt. Die haben das alle gecheatet. Papa! Papa, den hätten wir fragen können! Pass auf, jetzt kommt einer von den, von den Flipper-Leuten da. Guck hier, das sind die Cheater. Oberdiek. Ja, das sind alles die Cheater. Ja. Hä, aber das sind ja gar nicht so viele. Ja, weil das geskippt ist. Achso. Guck, hier ist ja auch der Break. Ja, ich hab keine Freunde. Mann, muss er das so drauf rumhaken? Jakob? Ach, du hast 104 geschafft. Aber wir sind über Clint, achso. Bei Beachvolleyball. Wie viel? 104? Ja. Alter, bin ich gut. Hier musste man anscheinend auch irgendwas schaffen. Ja, wir haben sonst alles geschafft. Ihhh. Sowas durfte ich nicht machen, weißt du? Die schönen Sachen darf ich nicht. Ja, wir sehen uns wieder nach einer kleinen Werbepause. Kauft Mentos. Guten Tag, ich spreche mit einer Banane. Ja, wer ist da? Ach, hallo, Bananenmann. Diese Banane fühlt sich an wie mein Penis. Ich esse jeden Tag ein Stück Zucker. Das macht mich krank. Extra Energy. Einfach schneller im Kopf. Oh, eingeschlafen. Eine Taube sitzt auf seiner Nase. Leute, ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Wenn man bei Super Mario Odyssey einschläft, dann kommt eine Taube. Aber nur in das Welt. Nur in das Welt. In Squats Pack. Tauben. Diese Tiere habt ihr sicherlich auch schon einmal gesehen. Hier erfahrt ihr, warum Tauben auf Marios Nase sitzen. Tauben wurden erfunden im Jahr 1317. Sicherlich habt ihr sie auch schon einmal gesehen. Diese possierlichen Tierchen gibt es zuhauf in der Straße. Aber wie, fragt ihr euch, kommt sie auf Marios Nase? Nun, das erklären wir euch in 10 weiteren Kapiteln, ganz am Ende. Vorher wollen wir euch noch einmal erzählen, dass Tauben bereits im Kreidezeitalter existiert haben. Damals hießen sie noch Dinosaurier und waren ein Tyrannosaurus Rex. Blödsinn mit Fresh reinstarten, das geht also überhaupt nicht. Ich dachte, du sagst Blödsinn, das mit den Tauben. Nee, das stimmt. Nee, aber dann doch, das ist schon richtig. Beim allerersten Mal warst du auch nicht so weit. Das war das 2/3 Mal. Oh, du holder Fensterrahmen. Weißes Lukengefüge. Still hängst die da. Mann! Das
Wie denn? Wenn ich nicht gesprungen, musst du aus Reflex nochmal schnell drücken und dann ist man alles im Boden. Das ist also eine Störung von dir. Haha. Das Gute ist, dein B-Knopf ist oben so ein bisschen ausgeleiert, dann habe ich nicht diesen Drückwiderstand. Ja, das habe ich extra dafür so gemacht. Mit einer Pfeile ging ich zu Werke. Ach, ja. Ja. So. Wie lange geht das jetzt? Ich weiß noch nicht, das muss ich spontan entscheiden. Wenn ich mich jetzt drauf einstelle, dann schaffe ich es einen Try danach. Ich spiele Soldier Squash. So, mal gucken, ob es das Spiel gibt. Soldier. Wenn ich schreiben könnte. Squash. Army Squash gibt es. Das ist ein Sportverein. Tja, gibt's leider nicht das Spiel Soldier Squash. Ich hätte das jetzt echt gern gespielt. Ihr könnt es entwickeln. Da bin ich mir sicher. Alle anderen werden nach Hause fahren und an einem anderen Tag wiederkommen. Kann es Leute graben? Niemand versteht das, was du ja, da sagst. Ja, aber niemand versteht hier irgendwas. Niemand versteht, warum man sich das angucken soll. Ich auch nicht. Und warum wir das auch machen. Also, auch nicht. Das ist einfach für jeden Beteiligten eine komplette Zeitverschwendung. Komm, scheiß drauf, ich kenne das mehr. So. Also macht ihr erstmal alle da weg, weil die müssen angeblich zu an bestimmten Stellen. Kann man die nicht resetten? Nee, ne? Und das R mach als letztes, weil das muss ja dann als nächstes hin. Dann mach das O jetzt, meine ich damit. Ach so. Das R soll dahin, wo das O gerade stand. Ungefähr. Noch ein bisschen in die Ecke rein. Mehr geht nicht. Achso, ja, dann. Ja. Das A kommt links daneben. Und steht auch so wie das R halt. Dann kommt das M an die Reihe. Das wird an das R gelehnt. Oder also steht so davor, dass man dann da mit dem Mofa-Roller ranfahren kann. Mofa-Roller. Er hat sich verstellt. Das O brauchst du ganz am Ende. So? Ja. Und das I soll aus irgendwelchen Gründen da auch hin, das verstehe ich irgendwie nicht. Das soll halt vor das R. So? Ja. Dazwischen noch? Nö, so wie das gerade steht. Wirklich? Ganz genau so? Ja, warte, ich komme gerade nicht mehr an die Stelle. Man kann ja vorspielen, wenn man gedrückt hält. Wusstest du das? Jetzt nee, ich muss das auf dem Handy nehmen. Geht auch auf dem PC. Ja, es steht genauso. Und jetzt fährst du mit dem Roller da ran. Und das O brauchen das wir o nicht? Brauchen wir nicht. Das arme O. Wo ist mein Roller? Ja. Und wie macht er das, dass er dann da auch dran klebt? Das sieht man nicht. Der fährt er einfach gegen und springt sofort ab. Also der fährt er auch schnell. Mehr Anlauf gegen, vielleicht ist das wichtig. Ach, da springt man nicht ab. Also, und wenn, genau wenn du dagegen knallst, sozusagen, springt er ab. Ja, ja, weil das dann noch so weiterfährt, ne? Die Steuerung ist irgendwie komisch. Zu früh. Ich glaub dir ja genau. Ich höre hier manchmal so ein Geräusch. Hallo. Oh Gott. Ja. So, und jetzt wirst du zum M. Und das ist dann ganz komisch. Warte, ach, das ist das. Ja.
Weil das ist das Schwierige, glaube ich. Aber ich dachte, ich soll nach oben drücken in der Perspektive. Ja, warte, ich muss mir das nochmal gerade angucken. Du musst das dann von dem I aus sehen, von der Kamera. Und dann move your left control stick upward. Ja, aber das habe ich eben gemacht. Ja. Und dann, wie muss das aussehen, dass es funktioniert hat? Warte. Dann steht das M so, keine Ahnung, nah am R dran. Und dann gehst du aus dem M raus und wirst zum R. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ja, vielleicht ist das schon gut, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt zum R. Und jetzt kommst du da auch raus. Oder? Scheiße. Ja, jetzt müsstest du da rauskommen. Mann, das war voll gut. Das schaffen wir nochmal. Kann ich das ja noch... Leute! Hä? Wir sind die Cheater vom Dienst. Warum hast du höher gemacht? Weil das Mofa sich wegteleportiert hat. Guck die Kästchen! Das M, wie rum ist das M? Ist das rote außen oder innen? Das rote außen oder innen? Ach so, das ist weiß. Also man sieht aus der Sicht des Weißen. Okay. Jetzt ist das ja auch richtig. Ja. Ich verstehe nicht, warum da das A und I noch ist, aber... Ja, das blockiert, glaube ich, die, damit das in die Richtung glitscht. Wer kommt auf sowas? Ich sehe immer glitschen nicht, wie Leute darauf kommen. Speedrunner finden alles. Die haben die nichts zu tun? Nee. Ja, Speedrun. Ja, ne? Typisch Generation Z. Hä? Speedrun gibt's ja seit Generation Hä? Z? Hä? Also ganz ehrlich... Wenn ganz ich jetzt ehrlich? Eine, wenn ich jetzt eine Switch hätte, ne? Dann würde ich Super Mario Odyssey speedrunnen. Kannst du mir was Besseres machen? Du könntest in der Zeit auch einen Toast essen zum Beispiel. So Leute, ganz ehrlich, das ist ein M. Ho! Rein in die Schose, nein! Hä, da muss ich da direkt... Ach so. Nee, siehst du? Leute, wir überlisten das Spiel. Dieses Kack-Scheiß-Spiel. Diese dumme Scheiße machen wir jetzt so richtig fertig, Alter. Nein. Nein. Also ich hätte es ehrlich gesagt gerne geschafft, aber ich habe auch einfach... Nein, das will doch auch nicht... Oh nein! Ja, siehst du? Also ja, weil ich hier ausgestiegen bin. Ja. Ich muss da oben drauf gleich landen, ne? Nicht mal das kriegen wir beim ersten Versuch hin. Ja, wenn du rausgehst, landest du drauf. Nee, ich wusste nicht, dass ich dafür noch was drücken muss. Also das, diese Stelle hat es nicht anders verdient, als das so zu machen. Gelbe Ohren hab ich gar nicht. Ich hab ganz normale Ohren. Die sind ganz normal gefärbt. Wer hat denn gesagt, dass ich gelbe Ohren hätte? Ach, das war ich ja selbst. Ich bin ein Vollidiot. Den Song kriegt ihr jetzt auf Soundcloud. Hä, voll der Glitch. Oh, was hab ich hier gerade rausgefunden? Oh nein. Dass das ein I ist? Oh nein. Guck mal! Hey, was denn? Ich hab grad das R hier rausgeglitscht! Oh Mann, ich hab's... Typischer Satz, den man so sagt. Hä, hey, was hab ich hier gerade rausgefunden? 2, 3 Nicht, dass du jetzt aus Versehen immer bei Hey drücken musst, auch. So, ich mach kurz das Fenster zu. KI, erstelle mir ein Let's Play von Super Mario Odyssey. Das würde so aussehen, dass ich drücke und da so ein Selfie mache. Hallo, wir sind Dream Tower Games, wir existieren seit jeher. Das weiß nur niemand. Und alles hat hier zu diesem Zeitpunkt geführt. Warum rede ich in dein Mikro? Ich habe doch eins. Das ist witzig. Wie lange sind Sie jetzt schon seilsprungsüchtig? Mindestens 50 Minuten. Und jetzt kommt ja der große Moment, in dem sich alles ändern wird.
Ja. Spüren Sie es? Alles hat sich dahin geführt, dass ich zufällig rausfinde, dass ich da rausglitschen kann. Ja, das war echt krass, dieser Moment, ne? Ja. Ich hatte auch gar nicht fast geglaubt gehabt. So, Leute, jetzt wird's ernst. Rekord gebrochen. So, alle mitzählen. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so doll. Ich will das letzte Level noch machen. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Ich will das letzte Level noch durchspielen und, Alter, wir schaffen über 100. Ja, ungefähr. Wir müssen jetzt nicht einen Cheater nachmachen. Cheater an die Wand. Das hat bereits Jan Hegenberg gesagt. Herzlichen Glückwunsch für diesen Mond. Mann, habt ihr euch auch so mit uns gefreut? So, und jetzt guck mal. Nee, den geben wir jetzt noch ab. Und dann gucken wir, was das für eine merkwürdige Zahl ist, die wir jetzt an Monden haben. Vor allem habe ich dieses ganze Jumps, die ich so gelernt habe. Umsonst gelernt? Nee, die muss ich ja noch benutzen im letzten Level und jetzt kann ich das alles. Ja, und alle diese ganzen Fähigkeiten, die man da macht und so. Letztes Mal war ich noch voll drin. 925. Naja, das ist wenigstens eine glatte Zahl, also eine gute Zahl. Aber es sind ja auch 9999 Monde, oder? Nee. 999.